chill. Nimm nur Kapkishime und den Scheiß von der Straße. Mach's doch selber, wenn du es so eilig hast. Hältst dich wohl für was ganz Besonderes, wa? Ich lachte jetzt schon 5 Jahre Chrome aus. Und ich sagte, bei uns gibt's keine Pause. Ach ja? Ich bin seit 4 Tagen hier und mache nichts, als das Kisten zu schleppen. Scheiß, ich steig aus. Bin ich taub? Du Kiste der Scheiße! Hab Schüsse gehört. Lebst du noch? Ja, keine Zeit hier rumzuschleichen.
den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuche einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Ich finde echt jeden. Ich hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie sie fest.
Dieses Hemd, das kenne ich. Evelyns? Ja, ohne Zweifel. Für die Ladung heute. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. Methionin. Müssen hier RPM kochen. RPM. Habe ich immer auf mein Frühstück gestreut. Schnell! Vorsicht, die haben was gehört! Granate! Давай, выходи, ты кто?
Соберись, а то все подохнем! Echt jetzt? Anschein. Klassiker. Geht immer. Scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Ich reiß dich in Stücke! Thank you.
Wo bist du? Na, im Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Stehst eher auf die harte Tour, was? Warte eine Sekunde auf mich. Sie sind hier. Suchen wir sie. Halt durch, ja. Leute, reißt euch verdammt nochmal zusammen! Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an! Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und jetzt! Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutungen oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Sie muss stark traumatisiert sein. Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, Vi? Du willst das jetzt machen? Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Schon gut, wie du willst. Rauch, bis deine Lungen platzen. Oh, endlich was Besseres als die Abgase und der Gestank der Stadt. Gib zu, du fühlst das auch? Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife! Geht aber nicht nach dir, oder? Gehen wir. Sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen? Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance.
Als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan, damit du's weißt. Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb keine... Ich weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie? Ich gebe gern als Erster zu, dass das nicht gut aussieht. Hey, wie geht's dir? Brauchst du was? Ich will nicht nerven, nur reden. Hör zu, Evelyn. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Es ist wichtig. Wenn ich nicht bald was unternehme, dann sterbe ich. Wie nett du sein kannst. Ich weiß es gerade schlecht, aber ich muss fragen. Weißt du, wie man den Biochip entfernen kann? Oder kennst du jemanden, der es wissen könnte? Hast recht. Das ist totale Zeitverschwendung. Hey, wie geht's dir? Brauchst du was? Ich will nicht... Hast recht. Das ist... Setz dich. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt, kaum zu editieren. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert ein bisschen. Die Qualität ist mies, aber ich habe mein Bestes getan. Wonach suchen wir? Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Virtu. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfait-Bré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Wonach suchen wir? Jedes Stück Tag? Zieh dich ruhig um, wenn du willst. Du möchtest gleich hier sehen. Wonach suchen wir? Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Beef-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Ich
Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Netrunner-Skills. Entweder das, oder jemand hilft ihr. Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Wirtschaft. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfait-Brie. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt... Und... Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich einen Ausflug nach Pacifica machen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Was denkst du? Evelyns Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Ich kann auch nur raten. Sorry, V. Jetzt wissen wir, was im Clouds passiert ist. Die haben versucht, sie kalt zu machen. Haben ihren Chip angegriffen. Also war es Rache? Weil sie sie verarscht hat? Sie wusste mehr, als sie dachten. Das konnten sie ihr nicht durchgehen lassen. Vor denen ist sie also weggelaufen. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was. Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie! Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Oui, mais allez. On te garde raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Quoi tu y bien? Moi, j'ai pas enragé. En plus, c'est le bon moment où nous gagnons pour nos réveilleurs sur Yorinobu. Faut qu'on prend chance là. Vous gagnez un peu de bonne idée? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. Allez, continuez votre travail. Was spricht sie für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Du kannst derweil versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Versuch, das Telefon zu scannen. Geschafft. Noch eine Sekunde. Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Klang wie Silverhand. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut. Ich habe gerade das Echtzeitübersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Die Puppe ist déjà allé? Oui, elle est allée. On te garde raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Toi, tu y es bien. Ou pensez, mademoiselle, a fait nous un problème? Mon zé pas enragé. En plus, c'est des. En plus, c'est le bon moyen à nous gagner pour nos réveils sur Yorinobu. On prend chance là. Moi, t'as ramené quoi même j'avais, qui Sylvain a mené nous direct sous Alt.
Mourguignon plus bon, Lady? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiqué, ça me passe. I'll continue with the travail. Okay, Judy, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Wie? Hast du eine Idee? Auf den Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Engramm gebrannt worden. Engramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablett servieren kann. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Ach, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay?